So, herzlich willkommen zur GT Masters Saison 2012 hier bei der SRC. Mein Name ist Roland Niemann und wir sind jetzt hier live beim ersten Rennen, kurz vorm Qualifying. Mit mir hier in der Kommentatorenkabine sitzen zum einen Jörg Vogel und Marinus Rieder. Ja, schönen guten Abend. Auch ebenso guten Abend an alle. Nun, meine lieben Kollegen, jetzt startet ja die neue GT Masters Saison. Die letzte GT Masters Saison im Jahre 2011 war ja wirklich ein voller Erfolg. Sehr gut angekommen im ganzen Fahrerfeld. War einfach mal gespannt, was die neue Saison mit sich bringt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ziemlich großes Fahrerfeld diesmal. Und ja, vorne haben wahrscheinlich wieder die alten Bekannten aus dem letzten Jahr. Und das wird heute vor allem sehr spannend. Ja, die Trainingszeiten versprachen da schon einiges. Also vorneweg direkt der Martin Fuhrmann und der Dominik Brabitz im BMW Z4. Die haben schon wirklich ordentliche Zeiten hier vorgelegt. Knapp dahinter von den Quali-Zeiten auf jeden Fall das SRF-Team mit dem Dennis Furchheim. Der ein könnte guter alter Bekannter. Ja, auf jeden Fall, ja. Also der ist wirklich für immer Überraschung gut. Wir beide, von was wir da sprechen. Das auf jeden Fall, ja. In Abu Dhabi, wenn wir auf die Temperaturen kurz einen Blick werfen können. Also die Streckentemperatur haben wir um die 34 Grad. Also ist ordentlich warm, es wird ordentlich quälend für die Reifen. Bei diesen Fahrzeugen sowieso. Also ich sage mal, da ist nicht allzu wenig Leistung vorhanden. Geht gut auf die Hinterräder, sofern es ein Hecktriebler-Konzept ist. Ja, wir haben ja glaube ich an die knapp 600 PS oder über 600 PS sogar und Carbonbremsen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sehr gutes Speed und spätes Bremsen angesagt. Auf alle Fälle. Das wird nicht einfach werden, da wirklich eine Strategie sich zu erarbeiten, die wirklich einem wirklich ein Rennen ermöglicht, ohne viele Zwischenfälle, also sprich auch Stops. Kann jetzt nicht unbedingt mitreden, weil wie die Reifen jetzt in Saison 2012 funktionieren und welchem Fenster sie funktionieren, aber von der Saison 2011 wissen wir ja, dass die Reifen doch das ein oder andere Mal schnell ans Limit kommen. Hier wird es auch eine Rolle spielen, dass man ja meines Wissens auch hier in die Nacht hineinfährt. Nee, der GT Masters fahren wir hier ausnahmsweise nicht in die Nacht, das fahren wir nur am Tag. Also Startzeit ist wirklich 14 Uhr, wirklich Mittagssonne. Zum Ablauf kann man vielleicht noch kurz sagen, wir haben jetzt gleich ein 30-minütiges Qualifying, wo alle Autos halt frei fahren können. Das heißt keine Rundenbegrenzung oder irgendwie Parkfermier-Regeln. Das heißt, die Autos werden wirklich alle auf ein, zwei schnelle Runden abgestimmt sein und es verspricht auf jeden Fall sehr, sehr viel Action. Danach kommt dann noch ein kurzes Warm-up und dann haben wir das erste von zwei Rennen. Das erste ist das Sprintrennen über 20 Minuten. Da wird halt die Startreihenfolge jetzt im Qualifying ermittelt. Im zweiten Rennen haben wir dann das Feld in umgedrehter Reihenfolge, das heißt das Ergebnis, das erste Rennen wird komplett umgedreht und das Rennen dauert dann eine komplette Stunde. Das heißt, wird dann für die Leute, die im Rennen jetzt sehr, sehr weit vorne waren im ersten, wird es natürlich sehr schwer werden und das verspricht auf jeden Fall jede Menge Spannung. Alle Fälle. Ja, aber zurück kann man hier in Abu Dhabi gut überholen. Wir haben zwei sehr lange Geraden drin. Und ja, ich denke, im Windschatten kann man sich da sehr gut ansaugen und das wird dann nochmal für schöne Überholmöglichkeiten sorgen. Ja, es kommt dann halt darauf an, wie man den jeweiligen letzten Gang abgestimmt hat. Meines Wissens waren ja hier alle mit einem Sechsganggetriebe. Spielt dann wirklich eine Rolle, was man hier für eine Flügeleinstellung gewählt hat, weil hier gibt es halt doch auch ein paar Kurven, die ein bisschen Abtrieb, also nicht nur mechanischen, sondern aerodynamischen Abtrieb benötigen. Aber ich denke auch mal, dass wir nicht schöne Schattenduelle erleben werden. Es sind auch tolle Anzonen da, wo man sich auch gut vorbeibremsen kann.
auch genügend Auslaufzonen, also sprich, sofern nicht einer wirklich auf der Strecke verharren möchte und dann eine Kollision riskiert, gibt es auch hier die Möglichkeit, doch mal die Strecke zu verlassen, wenn es nicht anders geht. Demher denke ich mal, wenn wir hier ein wirklich ergebnisreiches Rennen erleben, ein erstes Zusammentreffen aller Fahrer, neuen Mod auf einer eigentlich neuen Strecke für Tourenwagen. Hatte ich jetzt selber nicht gedacht, dass es hier haben jetzt schon den ersten Dreher gesehen. Das müsste ein Audi gewesen sein. Da waren wir schon die ersten Fahrzeugteile in der ersten Schikane. Also geht gleich richtig los hier. Ja, die Quali hat halt begonnen und jeder versucht jetzt eine sehr gute Ausgangsposition für die erste schnelle Runde zu haben. Beziehungsweise auch für die folgenden. Weil man möchte halt nicht hier im Stau stecken in der schnellen Runde. Dann kann man auch keine gute Runde fahren. Das Problem ist halt immer, wenn man gerade in der Qualifikation sich so einen Fehler erlaubt, dann gerät man ganz schnell mal unter Druck und wird nervös oder wird auch zögerlich vielleicht an der Stelle. Das lässt sich halt nicht meiden, wenn man mitfährt, dass dann doch ein oder andere Mal das Fahrzeug mit kleinen Kraft gezogen wird. Ja, und jetzt geht Fahrer auf die erste schnelle Runde. Im ja, Bild Dominik Wappertz. Genau, da ist mal dem Dominik zu. Einer, der ganz schnell rum, da hat sich da schon mal einer gedreht. Ja, das war ein BMW. Also ich gehe jetzt mal auf Stream, weil mein Spiel liegt gerade nebenher noch zu der Synchronisation, die läuft noch. Halt mal als eine Lösung einfach mal auf den Stream selber. Ja. Ja, Dominik läuft jetzt schon auf den ersten Ferrari auf. Von den Gasoline Devils. Wer fährt eigentlich Ferrari? Ein Wind. Zum einen Dietmar Blaskowski, wenn ich es richtig hier der Liste habe. Genau, und der Ralf Mahr. Ah, okay, der Ralf. Ja, es freut mich auch, dass der Ralf wieder den Weg zu uns gefunden hat. Das ist wirklich mittlerweile auch konstante. Also, ja. Wenn er in Rhythmus kommt, dann fährt er eigentlich auch solide Rennen. Auch so ein ziemlich lebensfroher und lustiger Mensch. Also ich sag immer, eigentlich eine Bereicherung für jede Community. Mich persönlich freut es auch, dass alte Bekannte den Weg zu uns gefunden haben, unter anderem Dennis Fürheim. Ja, nach der dem Ausfall der SRF sozusagen inzwischen haben sich die letzten Mitglieder quasi jetzt hier noch bei der GT Masters mit eingefunden und sind auf jeden Fall eine Bereicherung für die Rennserie hier. Also da haben wir einige Stücke Leute. Stefan Vukovac, Frank Bauer, wenn ich die mal als Beispiel nennen darf. Genau, auch mit sehr viel Langstreckenerfahrung. So, der Dominik ist gerade in den letzten Abschnitt. So sieht aber das Auto fast. Welches Stream ist denn eigentlich, wenn ich fragen darf? Das ist der Stream 2. Okay, dankeschön. Jo, die erste schnelle Runde geht an Martin Fuhrmann mit 1.53.1. Das ist aber noch fast eine gute Sekunde weg von den Zeiten, die er sonst gefahren ist. Ja, es ist, denke ich mal, es ist für jeden Fahrer erstmal wichtig, mal wenigstens mal eine solide Runde auf dem Asphalt zu brennen. Dann ja, sich nach und nach halt mit. Knapp vor dem Dominik auf der Strecke. Kommen wir gleich zur ersten Zeitmessung. Gucken wir mal, ob er sich hier leicht verbessern kann. Ja, liegt etwas weiter vorne. Ich sag mal so, diese Strecke, wenn also Stufen zwei Teamkollegen hintereinander unterwegs sind, könnten sich vielleicht das eine oder andere Schatten entwickeln, sprich, dass sich vielleicht ein Kollege opfert, mal jemanden kurz einen Windschatten zu bieten. Das würde sich anbieten. Ja, aber das muss dann schon sehr genau abgestimmt sein, damit man nicht im Weg rumsteht. Und ja, beim Abbremsen, ja, das ist dann ja, schwierig. Und hier auf keinen Fall, sie sind noch sehr weit auseinander. Ja, der Martin rollt ja auch ordentlich über die Curbs. Aber den haben wir gut im Griff, so wie es aussieht. Kommen wir gleich zur zweiten Sektormessung. So, gucken, ob die das jetzt noch irgendwas gekostet hat oder so weiter nach vorn kommt. Ist ja schon ein bisschen Körper, ja, reicht nicht ganz. Ja, ein bisschen versorgen. Soll ich gucken, ob er jetzt auch mit dem Sektor ein Problem hatte, wie vorhin der Dominik, dass er da langsam machen musste?
letzte Kurve. Wieder weit aufgetragen. Und verbessert sich auf den 52,9. Ach, was ist denn jetzt schon wieder los? Ich muss gerade ein bisschen passen, weil bei mir irgendwas hängt. Bei mir kommt gerade das Adobe Flash Plugin ist abgestürzt, habe ich noch nicht gelesen, aber ja. Jetzt im Bild haben wir den Carsten Wilhelm, der momentan auf Platz 4 ist, auch auf seiner nächsten schnellen Runde. Boah, da freut es mich endlich halt auch persönlich, dass der Carsten zurück ist, weil Carsten gehört auch wirklich zu den schnellen Leuten. Also wir haben wirklich ein hochkarätiges Feld mittlerweile beieinander, weil ich sag, die Leistungsdichte ist sehr hoch. Wir haben ein wirklich hochkarätiges Fahrerfeld, ein großes Fahrerfeld. Ich sag mal, fürs erste Rennen hier 20 Fahrer vor Ort, das ist wirklich kein schlechtes Zeugnis. Und wenn man die Namen hier durchliest, das sind jetzt nicht wirklich Unbekannte. Das stimmt, ja. Ob jetzt auch Peter Grau, der auch ja wirklich sehr gute Erfahrungen hat im Simracing-Bereich, auch im Langstreckenbereich. Wirklich auch ein schneller Fahrer. Kai Knebel hat auch einiges drauf, das hat er auch in der letzten Saison gezeigt. Also der war auch sehr grundsolide, schnell, wirklich schnell. Der Himmel kann auch sehr schnell sein. Also wir wissen das selber, Roland, haben ja auch ein oder andere Formel 1 Rennen mit ihm erlebt. Also mit dem Dieter kann man auch immer rechnen. Das also in jedem Fall. Also wenn er den Wagen und das Setup im Griff hat, dann ist er auf jeden Fall einer, der dann spielt. Ich erinnere dich sehr gern an meinen einzigen Formel 1 Sieg in Bahrain damals. Da war ein Dieter Himmel ziemlich schnell unterwegs. Er hat uns beiden ziemlich das Leben schwer gemacht am Anfang. Oh ja. Ich erinnere mich gut. Peter Grau kommt auf erste Schikanenkombination dazu. Kommt sauber durch den Wagen, liegt sehr ruhig auf der Straße auf jeden Fall. Sehe ich das gerade richtig? Henning Wollert liegt momentan auf Platz 2 mit fast 18. Rückstand auf Martin Fuhrmann. Ja, das ist korrekt, aber da sollte noch ein bisschen was kommen. Denke ich auf alle Fälle. Ich sage mal, die Zeitabstände sind doch momentan doch relativ groß, weil man hier sieht ja eigentlich schon ab Platz 6 dann die Lücke immer größer wird. Da sprechen wir schon von fast 2,5 Sekunden. Also der Henning ist in der schnellsten Runde, die er gefahren ist im Training, eine 1,52,9 gefahren. Also so schnell wie Martin Fuhrmann jetzt. Da sollte noch ein bisschen was kommen. Der immer noch 20 Minuten, also. Ja. Sag immer so, es ist halt wichtig, zuerst mal eine solide Runde hinzulegen, einfach mal eine safe Runde und dann sich einfach mal herantasten. Weil es ist dann doch immer beruhigend, wenn dann schon mal eine Zeit dasteht und man auch irgendwo einen Anhaltspunkt für sich selber hat und sich was verbessern kann. Ja, Peter Grau jetzt hier im letzten Sektor, knappe 3,5 Zehntel Rückstand nach Sektor 2. Das ist auf jeden Fall eine persönliche Bestzeit. Auf alle Fälle eine Verbesserung. Momentan hat sich auch Christian Kenklis jetzt auf Platz 2 vorgeschoben. Ab 4 Zehntel Rückstand auf Martin Fuhrmann. Ja, und Peter Grau ist jetzt auf Position 4. Doch 7 Zehntel verloren im letzten Sektor. Ja, das ist relativ viel und hat eigentlich auch noch einen geringen Abstand auf den Jörg Degenkolbe. Also der liegt gerade mal, gutes Hundertstel zurück. Nach der jetzt durch den ersten Sektor geht. Dominik Brabetz hat sich jetzt auf Platz 1 verbessert mit knapp 1,5 Zehntel Vorsprung auf Martin Fuhrmann. Auch seinen Rhythmus gefunden. Dann die Zeitabstände doch geringer. Aus den Plätzen. Sieht jetzt auch jetzt bis auf Platz 10 sind es momentan 2 Sekunden. Also das ist jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht die Welt. Ich denke mal auch von Michael Welle kommt jetzt auf alle Fälle nochmal eine schnellere Zeit. Weil 1,54,8 denke ich mal ist nicht sein Maximum. Ne, da war auf jeden Fall in den 53ern, vor dem Jahr noch, oder sogar 52er.
Da können wir auf jeden Fall noch was erwarten. Jetzt bin ich mal gespannt. Dennis kommt halt. Der Jörg hat jetzt mal eine Warm-up-Lap hinter sich gebracht. Mit 1.84. Also das ist noch ein angenehmes Maximum, was der Dennis uns zeigen kann. Ich denke mal, das war jetzt mal so eine Checkrunde. Ja, und Degenkolber holt sich die Position 4 zurück mit einer 1.53.428. Das geht jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Ja, Christian Kengli ist jetzt in der Box. Ja, Degenkolber ist dann auch nach seinem Besuch jetzt in die Box gegangen. Momentan sind von 20 Fahrzeugen 5 Fahrzeuge in der Box. Alle anderen sind auf dem Rand. Ja, das ist wahrscheinlich muss hier aber auch ein Fehler für den Abtauchen, weil 7 Zirkel nach Sektor 1 ist schon ein bisschen viel. Nein, das kann ich mir fast vorstellen. Also der erste Sektor ist ja eigentlich noch nicht so wirklich anspruchsvoll. Ja, da muss er wohl ein Fehler für den Abtauchen. Ja, oder Dennis hat durch sein sehr weniges Training doch insgesamt. Warm-up haben wir auch nicht sehr lange. Pokert jetzt ein bisschen und vielleicht fährt er sich gerade noch ein bisschen wieder ein. Könnte ich mir auch vorstellen bei ihm. Er ist so der Typ, der eigentlich da recht ruhig bleibt. Bei ihm bringt er nicht so schnell irgendwas außer Konzentration. Jetzt hat er jetzt noch ein bisschen Rennzeit abgetestet. Zum Rennen, weil er hat halt auch einen engen Zeitplan bisher immer gehabt und auf dem privaten Bereich her. Und dann ist er zum Rennen erschienen und hat sich bei seinem Teamkollegen das Setup geholt. Hat sich ins Auto reingesessen und hat uns alle wirklich zum Traum gedacht. Ja, wir lassen aber auf ein anderes Auto jetzt noch auf. Das war ein Audi. Nee. Also Ferrari. Ein Gasline David. Aber er sieht mal wieder so aus, ob sich momentan wirklich wieder zuspitzt zwischen den Teamkollegen Dominik Gabretz und Martin Fuhrmann. Also. Ah. Ja, der Martin ist eben nochmal eine persönliche Bestzeit gefahren, hat aber nicht gereicht für die Bestzeit. Um da Dominik Wabritz von der 1 zu verdrängen. Er hat sich so knapp 400 rum verbessert, ja. Dennis hat sich nach einem Zeit, gerade auch gesehen, mal spontan auf Platz 8 gesetzt. Ja, nur 1,3 Sekunden Rückstand, also. Und das ja, dann erst Sektor wirklich, wenn er jetzt im ersten Sektor noch die 7/10 wegmacht, dann ist er schon ordentlich gut dabei, ja. Ich sag mal, für ihn ist es, denke ich mal, auch ein Erfolg jetzt wieder hier, besonders eigentlich, es ist er sonst eigentlich immer Open Dealer gefahren und jetzt, beziehungsweise, ja gut, GT ist er eigentlich auch mal mit uns zusammen gefahren, aber ist er halt doch auch im Simracing-Bereich einer, der sehr oft eigentlich eher Formel-Mods fährt. Aber hier aus dem Stegreif mal gleich auf Platz 8 vor und nur 1,3 Sekunden Rückstand, würde ich mal sagen, das ist wirklich eine reife Leistung. Dieter Himmel hat sich eigentlich auch jetzt gut eingefahren, hat jetzt knapp 1,7 Sekunden Rückstand, knapp hinter Dennis Fürheim auf Platz 9. Auf Platz 10 folgt dann schon Kai Knebel, auch grundsolide, knapper Abstand auf Dieter Himmel, auch mit 1,7 Sekunden Abstand. Dann kommt dann wieder der Sprung auf 2 Sekunden, Michael Welle, der irgendwie momentan noch nicht so wirklich in den Rhythmus kommt, überrascht mich selber. Ja, und dann sind die Zeitabstände doch relativ groß. Also dann kommt Herrn Schneider mit 2,7. Frank Bauer ist momentan auch noch nicht so im Rhythmus mit 3,1 Sekunden Rückstand. Ja, aber der Dominik schiebt sich jetzt zu einer neuen Bestzeit. Fast 3 Zehntel nach Sektor 2 Vorsprung. Ja, Dennis Fürchheim, boah, jetzt legt er los. Jetzt hat er die 7 Zehntel gefunden. Auf Platz 4 vorgeschoben. Kai Knebel hatte sich kurz vorher verbessert auf Platz 4, ist es auf 5 zurückgefallen, weil Dennis Fürchheim nur noch knapp 4 Zehntel Rückstand hat und sich auf Platz 4 geschoben hat. Ja. Und aber nun jetzt. Ja. Ist ja, Dominik fährt neue Bestzeit mit 1.52.625. Meisterleistung, würde ich wirklich sagen. Ich frage mich immer, wie macht der Junge das eigentlich? Er ist ja wirklich. Wenn man so sieht, vielleicht so viele hier, vielen anderen, die hier mitfahren, ja wirklich ein Neueinsteiger, trotz alledem. Er fährt jetzt zwar auch, glaube ich, knapp ein Jahr, wenn ich jetzt echt im Sinne, aber er macht seinen Job wirklich gut, sehr konzentriert, leider auch das ein oder andere Mal vom Pech verfolgt. Aber wir wünschen ihm Beste und er fängt schon mal gut an, muss ich wirklich sagen. Ja, aber sein Teamkollege, der Martin Fuhrmann, hat jetzt im ersten Sektor eine neue Bestzeit hingelegt. Mal schauen, das geht Schlag auf Schlag. Ja, mal schauen, ob er die jetzt durchbringt.
Ich sage ja, der Martin Hummann und sein Teamkollege Dominik, das sind wirklich welche, die betteln sich ganz schön auch als Teamkollegen, also. Das ist richtig, also so ein bisschen so eine ähnliche Beziehung, fast wie bei Jensen Button, Lewis Hamilton. Das wollte ich gerade sagen, es gibt wieder lag mir auch auf der Zunge, die kommen miteinander klar, aber sie haben auch dieses, miteinander diesen Wettbewerb, die dürfen frei fahren. Und ich finde, das ist auch irgendwie herzerfrischend, sowas zu beobachten. Wenn sich die Kollegen gegenseitig ein bisschen pushen. Hat er leider im zweiten Sektor 13. Rückstand, dieses Zeit. Ja, na gut, kann er nochmal wieder einfach abknabbern. Wurde auch ziemlich wild über die Curbs. Er ist also wirklich ordentlich am Arbeiten im Auto. Hat jetzt nur noch knapp 2/10 Rückstand. Dominik hat ja am Schluss noch ein bisschen verbessert. Hier zur ersten Bremsschikane. Ja, das ist mal das Problem, wenn man so ein Bouncing an der Vorderachse hat, das ist andere ein bisschen schwer. Das war ein Problem zu arbeiten, dass man einerseits der Vorderbau darf nicht zu weich sein, aber auch nicht zu hart und zu hart ist. Also auch hat man das Phänomen, dass man wieder auf der Bouncing an der Vorderachse hat, weil man fast den Bodenwellen nicht schluckt. Ja, jetzt hat er hier ordentlich Vorsprung mit 2/10 nach Sektor 1. Ja, das ist schon hier aber nicht so optimal. Naja, so ziemlich, ich hab's gehört. Das könnte man wieder einiges gekostet haben. Warten wir jetzt mal ab. Also, ich hatte gerade da wirklich wenn er über die Curbs fährt, wo ich mich da an den Audi erinnere, der liegt da wirklich ruhiger. Ja, das wird halt vielleicht relativ wenig aerodynamisch anders gefahren. Das könnte vielleicht der Grund sein, und ich muss vielleicht auch hier ein bisschen mehr Körper nehmen, mehr Risiko gehen. Das Problem ist halt, Körperüberläufer verliert ja auch dein ganzes Fahrzeug eigentlich einen hohen Kontakt zur Strecke, und wenn du dann im falschen Moment beschleunigst, beziehungsweise kannst dann auch teilweise wesentlich später ausbeschleunigen, dann verlierst du die Zeit wieder. Könnte ihm dann halt jetzt im zweiten Sektor zum Verhältnis werden. Ja, ist ihm auch passiert mit über 4/10, die er Rückstand hatte. Also hat 6/10 insgesamt verloren auf den Dominik. Ja gut, das... Aber der Dominik ist auch einen sehr starken zweiten Sektor gefahren. Das muss man dazu sagen. Das auf alle Fälle. Aber ich finde die Zeitabstände ja nach so zwischen Platz 3 bis Platz 7 sind wirklich, ja... würde ich mal sagen, sehr eng beieinander, also da spielt ein Zehntelchen, bringt dich schon ein, zwei Positionen nach vorne. Man nimmt gerade mal wieder, erstmal auf einer schnellen Runde. Was macht man eigentlich denn da nicht? Ja, wenn man gleich mal hinschaut, dann warten wir mal, dann bin ich jetzt. Momentan, bestätigt auf jeden Fall seinen vierten Platz hier. Was sehr grundsolide wäre. Oh, Michael ist auch mit einer Zeit, also ähnlich wie der Dennis gerade unterwegs. Okay. Das könnte jetzt ein Sprung nach vorne werden auf jeden Fall. Ja, weil ich denke mal 2,2 Sekunden Rückstand auf der Spitze, das spielt nicht als Leistungsfähigkeit. Oder? Naja, der hat eine Sekunde Rückstand. Mal gucken. Ich mal fragen, unser guter alter Freund Hasso Osterkamp, fährt der eigentlich diese Saison mit bei den GT Masters? Ja, der müsste unterwegs sein. Müssen wir durchs Feld schauen, wo er denn jetzt gerade ist. Weil mir irgendwie nicht auf der Liste aufleuchtet. Nein, bei mir ist auch nicht auf der Liste. Ich glaube, er fährt auch nicht. Nee, es scheint irgendwie vom Server runter zu sein. Schade. Scheint das Glück auch nicht voll zu sein. Vielleicht ist es, ich weiß nicht, Qualifying, Join unter der Session ist ja glaube ich nicht möglich. Nee, das kann natürlich passieren. Er war im Training vorher auf jeden Fall auf dem Server. Kann natürlich unter Umständen sein, dass er einen Disconnect hatte beim Wechsel vom Training ins Qualifying. Ich glaube, im Team League ist er glaube ich anwesend. Wir haben Teamspiel gesagt. Schade. Ja, was macht die Abstände nach vorne? Michael Welle hat sich verbessert auf alle Fälle, ist jetzt in der Top 10 angekommen, auf Platz 8 mit knapp einer Sekunde Abstand auf die Spitze. Hat
dann auch seine 10. Runde hinter sich. Also sind wir wirklich fleißig gefahren. Wir sind hier beim Frank Bauer momentan auf Platz 14 mit einer 1,56013. Da könnte er noch mindestens zwei Plätze nach vorne, wenn er noch einen Zettel findet. Ja, das spiegelt auch noch nicht ganz so die Leistung, zu leisten imstande ist. Aber er hat ja selber gesagt, er hat noch ein bisschen Probleme mit der Physik. So, wir haben uns mit dem Hasso dazu geholt hier. Guten Abend, Hasso. Ja, hallo. Hey. Ich habe schon gerade angesprochen, dass es schade ist, dass du wohl leider irgendwie Probleme hattest, zu wechseln die Qualifikation. Nee, ich bin in der Innenlab, ist mir der Rechner hängen geblieben. Ach du meine Güte. Ja, keine Ahnung warum, der Rechner stand, Standbild und ja, das war's. Wir haben dich nämlich schon schwer vermisst in der Zeitenliste. Haben wir halt einfach mal Ursachenforschung betrieben, aber wir hoffen für dich, dass du bei dem Rennen dann auch starten kannst. Ja, ich hoffe es schwer, dass mir der Rechner nicht wieder hängen bleibt, weil so möchte ich in der Saison natürlich nicht beginnen, ne? Nein, ich denke mal, wenn der Rechner mitspielt, wenn die Hardware mitspielt, ich denke mal, wenn du deinen Rhythmus findest im Rennen, denke ich mal, sind Punkte möglich. War ein starkes Feld, ein Feld, wo nah beieinander liegt, aber das macht ja eigentlich auch die Herausforderung aus. Das macht ja bringt ja auch in gewisser Weise Spaß mit sich. Du bist ja ein Fahrer, der liebt ja Zweikämpfe zu fahren. Ich habe ja auch das eine oder andere Mal die Ehre gehabt, mit dir Zweikämpfe zu fahren, und das macht ja das Ganze eigentlich aus. Ja klar, natürlich. Nee, also mein Rechner da liegt nicht das Problem. Ich hatte ca. 150 Frames auf dem Bildschirm und keine Ahnung, warum es hängt. Und ich hatte jetzt gerade gehört, ich bin halt Zuschauer bei euch im Moment und habe gehört, dass ihr am Reden wart. Ich denke, dann guckst du doch mal eben und klärst die Sache mal auf. Sehr nett von dir, dass du vorbeigeschaut hast. Ja, alles klar. Okay, Kinder, wünsch mir bitte Glück, dann machen wir auf alle Fälle. Bis später, ja? Jo, voll Glück. Jo, ciao. Ja, in der Zwischenzeit bist du mit Vorsprung auf Platz 2 vorgefahren. Und jetzt genau 2 Zehntel Rückstand noch auf den Dominik. Aber der hat jetzt gerade 3 Zehntel Abstand jetzt auf den Dennis aufgepumpt. Also hat doch nochmal 10 gefunden. Gerade verbessert in dem Moment. Jetzt eine 1,52,527 gefahren, weil Dominik in seinem 14. Versuch, 14. Anlauf, ist er auch sofort in die Box gegangen. Da denke ich mal nochmal ranfahren, weil er sind noch gut 6 Minuten offen. Ja, so wie ich das hier sehe, gehen 2 schnelle Runden und dann ist der Reifensatz hinüber. Ist halt ja, die Welle haben sie ja lange verbessert. Hier. Gerade der ist auch hier vorgefahren. Dennis liegt gerade knapp nur zurück, 54.000. Ah, sehr gut, der hat den Porsche jetzt problemlos platzieren können. Der hätte ihn sonst wahrscheinlich folgend abgekostet. Ja. Das heißt, da ist er sehr gut vorbeigekommen. Und schau mal, weil er ist jetzt, also wenn er auf dem Curb, hält den Wagen stabil. Wenn ich momentan eigentlich auch weiter vorne erwartet hätte, ist ein Herrn Grau eigentlich. Peter Grau, eine Sekunde Abstand. Obwohl ich immer so sagen muss, Peter ist ein Fahrer, der mag vielleicht im Qualifying jetzt nicht wirklich einer, der wirklich schlechte Konsumenz fährt, aber im Rennen überrascht uns halt doch alle immer mit einer guten Strategie. Wenn er. Ja, der Peter ist auf jeden Fall fürs Rennen der Peter immer gut. Das, ja, für das Stundenrennen, denke ich mal, kann man mit ihm rechnen. Ja, Dennis gibt hier jetzt mal richtig Gas. Also ein Zehntel Rückstand nach dem zweiten Sektor, das ist definitiv nicht viel, das kann er im letzten Sektor rausholen. Macht richtig Freude, muss ich euch ehrlich sagen. Und Dennis Horchel mit der 1,52,4. Er hat wirklich angekündigt, ich hätte es nicht geglaubt, aber er hat angekündigt, dass diese niedrigen 1,52er wirklich drin sind. Ja. Unglaublich. Das ist eine sehr interessante Saison. Ich hoffe, dass auch die Fahrer uns treu bleiben, dass keiner Zeit oder auch sonstige Probleme bekommt um Saison oder auch Motivationsprobleme. Das gibt es ja auch beim einen oder anderen Fahrer, dass er sich vielleicht irgendwann sagt, ja, bitte die Saison verabschiedet sich. Ich hoffe mal, das Feld bleibt uns so
behalten. Also, ich glaube nicht, dass wir da Probleme bekommen, weil wenn man sich wirklich mal die Zeiten anschaut, es sind immer so Gruppen, die sehr nah beieinander liegen. Das macht es aus, also das heißt, ja. Es fällt eigentlich keiner so extrem ab. Gut, den Ralf Mahr kommt momentan nicht so gut in Fahrt, aber es gibt momentan eigentlich so drei Zellen, wo wirklich die Fahrer sich so dann so ja, 4 bis 6 Fahrer beieinander sind, die dann wahrscheinlich auch später miteinander kämpfen. Das heißt, es ist eigentlich für jeden was da, für seine jeweilige Leistungsklasse. Ja gut, ich habe den Ralf Mahr jetzt auch nicht so als Qualifier im Kopf, sondern eher als konstanten Fahrer im Rennen und ich denke, da wird da auch einiges an Zweikämpfen nachher haben. Ja, denke ich auch. Also ich denke, den Ralf Mahr habe ich damals auch über die Langstrecke kennengelernt, gerade durch die 24 Stunden und dann später, glaube ich, so aus ein oder andere Rennen in der Multileague gefahren. Er ist dafür bekannt, Fahrer zu sein, der lässig ist bei Langstrecken. Und ich denke mal, da wird er uns auch hier und da konstante Leistung zeigen. Er hat sich ja auch verbessert mit der Zeit. So, schon, was der Dominik jetzt noch macht. Knappe 10 Rückstand nach Sektor 1. Oh, jetzt, ja, hat aber noch einen Versuch, hat er. Ja. Ob er dann die Box wird wahrscheinlich gleich nochmal durchschneiden. Martin Fuhrmann jetzt mal auch nicht vergessen, das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, der ist wahrscheinlich eine Runde, aber ich sehe jetzt nicht die Zeit aus dem ersten Sektor. Ich gerade noch sehe, dass der Michael Welle, wenn ich so sehe, auf Platz 4 verbessert hat, das heißt, der hat einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht. Der ist mir gerade vorhin auch positiv aufgefallen. Und Christian Kenktis ist auch ein Name, den dürfen wir auch nicht vergessen. Der wird hier an der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Rennen in der Saison uns auch überraschen. Der war 2011 schon sehr stark. Wie gesagt, ein Kai Knebel hat auch, ist auch in der Sekunde. Auch auf einem soliden 6. Platz. Dann folgt schon sofort der Carsten Wilhelm auf Platz 7 mit knapp über einer Sekunde Abstand. Dann auch nur ein knappes Zehntel weiter dahinter der Peter Grau auf Platz 8. Dann folgt Henning Mollert mit 1,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze und dann komplettiert Dieter Himmel die Top 10 mit knapp 1,9 Sekunden Abstand auf die Spitze. Das ist auch, glaube ich, so es aussieht, gerade unser Weltmeister im Rundendrehen, weil der Dieter hat mittlerweile schon 18 Runden hinter sich. Aber momentan in der Box, denke ich mal, er wird auch keinen weiteren Versuch mehr starten. Ja, hast du noch ungefähr eine Minute jetzt Zeit, das heißt, der Dennis ist noch unterwegs, der Dominik. Ja, die sind jetzt alle. Der Herr Welle ist noch unterwegs, also das ist auch noch einer, der vielleicht noch was finden könnte. Und den Christian Kenktis möchte ich eigentlich auch noch nicht ausklammern. Ja, und der Michael ist jetzt gerade auf die schnelle Runde gegangen, schauen wir dem noch mal zu. Ja, der Martin hat jetzt aber abgestellt, der Martin Fuhrmann, ihm reicht erstmal seine Zeit. Damit hat sich gerade auch mein Sync vervollständigt. Das heißt, ich kann nachher als Zuschauer joinen und will mir die Sache jetzt auch live anschauen. Ja, knapp einander Zehntel Rückstand. Das könnte sogar noch was werden, also der Michael, der findet teilweise irgendwo Zeit, wo man eigentlich gar nicht mehr kann. Bremst, wenn ich das richtig gesehen habe, war er ein bisschen spät auf der Bremse, oder? Ah, es ist mal verlockend, wenn man danach merkt, man ist schnell, dann noch mehr ans Limit zu gehen und der ein oder andere Fahrer wird dann auch ein bisschen nervös und dann kann so ein kleiner Schnitzer halt auch mal eine gute Zeit kosten. Kommt jetzt noch mit Drift hier aus der Kurve. Driften sieht toll aus, aber ist meistens leider nicht schnell. Das ist richtig, ja, und geht vor allem meistens auch auf Kosten der Reifen dann. Ja, ja. Ja, halb 15, das ist zu viel. Was? Und jetzt ist noch in die Mauer. Ja. Kai Knebel, können wir da auch mal noch kurz drauf schauen? Ich weiß nicht, oder was macht der Dominik? Hat der noch irgendwo eine Zeitverbesserung? Doch. Also Kai ist auf der 2, Dominik, ich kann den Abstand hier jetzt nicht erkennen. Ich glaube 18, wenn ich das richtig sehe, der ist entweder ziemlich weit weg. Entweder ist es eine 8 oder eine 0. Ja, ich kann es jetzt schon nicht erkennen.
Ich meine, das war Nachnamen, was jetzt neue Zeit kommt. Nee, Nee. Und da fährt er eine Feststellung im zweiten Sektor. Oh, jetzt ist es auch. Oh, da war er so früh am Gas. Ach, schade. Das würde ihn ärgern. Also da. Da möchten wir jetzt nicht in den Schnittpunkt reinschalten. Ja, Dennis, Vorschlag kann ich auch nicht mehr verbessern. Bleibt aber vorne. Ja. Dennis bricht die Runde damit ab, ist sich sicher. Oder kann sich sicher sein. Tja, damit haben wir direkt mal einen Überraschungsmann. Beziehungsweise mit dem wahrscheinlich die Stammfahrer in SRC vielleicht nicht unbedingt direkt gerechnet hätten. Ja, da haben wir jetzt noch den Christian, den Christian Bulger am Aufhörer schnellen Runde. Bei 2 Sekunden Rückstand, das könnte doch für eine persönliche Bestzeit reichen. Ja, fährt davor auf 13. So, jetzt haben wir noch 2 unterwegs, beziehungsweise jetzt nur noch einen, den Christian, aber der ist ja glaube ich gerade auch mit der Ziel gefahren. Das war's. So, dann gehen wir kurz die Startreihenfolge durch. Auf 1 ist der Dennis Furchheim, auf 2 der Dominik Brabitz, auf 3 Martin Fuhrmann, Platz 4 dann für Michael Welle, Platz 5 Christian Kenklis, Platz 6 Kai Knebel, Platz 7 Carsten Wilhelm, Platz 8 Peter Grau, 9 dann sein Teamkollege Henning Wollert. Dieter Himmel komplettiert die Top 10. Der Manfred Schneider auf Platz 11, Frank Bauer dann auf 12, Christian Kurtschek hat noch gesehen auf 13, Stefan Denecke auf 14, Peter Petrikowski auf 15, Mirko Meyer auf 16, Manuel Nemeczek auf 17, Dietmar Blaskowski auf 18 und der Ralf Ma auf 19. Als 20. starten wird dann wohl der Hasso Osterkamp, der sich wahrscheinlich jetzt dann wieder auf den Server einwählt. Und ja. So, ich hole dann jetzt mal die ersten 3 hier in unseren Channel. Keine Ahnung, Mann, sind da hier bloß die Skins. So. So. Oh, wo ist denn jetzt der Pulsetter? Dennis ist hier recht weit unten. So, jetzt haben wir die ersten 3 aus dem Qualifying hier. Glückwunsch zur Pole, Dennis. Vielen Dank, danke. Ja, Dennis, wirklich klasse Runde. Wie lief so das Qualifying bei dir an? Ja, generell war es ganz zufrieden. Natürlich schade, dass mein Teamkollege Marian nicht das Qualifying mitfahren konnte, weil ehrlich gesagt hätten wir beide eigentlich sogar 51.9 fahren können. Aber ja, einmal schade, dass er leider da echt einen Effekt hatte und nicht starten konnte. Und bei mir, leider als Simracer muss man auch am Tag mal des Qualifyings oder des Rennens seiner Schwester Umzug helfen. Und dementsprechend bin ich ein bisschen gerädert und ja. Das Privatleben geht halt immer vor. Ja, ich denke mal, die anderen haben im Stundenrennen ganz gute Chancen, weil ich bin jetzt ein bisschen kaputt. Ja, auf Platz 2, Dominik, letzten Runde, gerade im zweiten Sektor lagst du vorne, dann leider noch den Wagen verloren. Sah bis dahin sehr gut aus. Wie war so dein Qualifying? Ja, nicht so ganz zufriedenstellend, ehrlich gesagt. Also mir fehlen halt 4 Zehntel so, die ich noch hätte fahren können und es ist halt eine halbe Welt. Ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, als vorhin beim Training die Strecke so warm war, wie sie jetzt im Qualifying war, war sie besser definitiv. Und jetzt habe ich irgendwie komisches Grip-Gefühl gehabt. Ja, ich hätte es jetzt in der letzten Runde noch rausreißen können. Ich hatte, glaube ich, 1,5 Zehntel oder sowas Vorsprung auf Dennis. Aber ich habe es dann im letzten Sektor halt weggeschmissen. Weil halt irgendwie, weiß ich nicht, die Reifen entweder zu überhitzt waren oder halt die Strecke allgemein ein bisschen komisch war nicht ganz optimal, aber that's life. Ob so, und der dritte Runde, der mit dem Fuhrmann. Martin, so über den Tests immer so eigentlich so der schnellste auch gewesen. Was war jetzt so dein Eindruck beim Qualifying? Ja, also meiner war ähnlich wie Dominik's Erinner. Irgendwie ging da gar nichts, erster Sektor war okay, dritter war auch okay, aber am zweiten irgendwie war es ganz komisch.
ich weiß nicht, irgendwie war es rutschig, unerwartet. Also ich kann mich ja Dominik nur anschließen, wie vorher im Training. War Strecke, 34 Grad, war alles super, das Ding hat geklebt. Und jetzt auf jeden Fall im zweiten Sektor, genau, es ging gar nichts und ja, der wollte mir dann nicht so wie ich und naja, aber naja, Dritter ist ja auch ziemlich weit vorne und es kann ja nur noch lustig werden. Genau, dann fahren wir uns alle auf den Dab. Irgendwelche Fragen? Ne, Glückwunsch an die anderen beiden. Danke, hey, Glückwunsch an den Poolsetter. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch, ja. Also ich denke mal, wir werden diese Saison wirklich einen harten Kampf erleben. Hat sich auch mal wieder rausgestellisiert, dass auch Martin Fuhrmann und Dennis intern auch wieder einen heißen Fight wahrscheinlich erleben werden. Und mich freut es, dass Dennis wieder mit dabei ist, auch ein sehr starker Fahrer, der auch mit wenig Training auch immer sehr schnell auf Touren kommt. Freut mich ehrlich gesagt auch. Und ich wünsche euch allen jetzt auf alle Fälle einen guten Saisonstart, erfolgreiches Rennen. Ja, Dankeschön. Ja, danke, Roland. Auch viel Glück. Viel Glück, die anderen beiden. Ja. Danke, Marinus und Roland. Viel Spaß beim Zuschauen und Kommentieren. Dankeschön. Dankeschön. Ich schiebe euch mal wieder hoch. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, jetzt bin ich am Warm-up, noch knappe 13 Minuten und 40 Sekunden. Gerade noch 10 Minuten. Frank Bauer, der zu seiner Aufwärmrunde fürs Rennen dreht. Jetzt sind wir die letzten Minuten, wo man es wieder mit unter Rennbedingungen im Prinzip testet. Der Wagen ist vollgetankt. Alles ist soweit fürs Rennen eingestellt. Jetzt mal geguckt, ob man sich einigermaßen wohlfühlt. Ja, man muss sich ja an den Sprint gewöhnen, obwohl er fürs Sprintrennen, ja, ich glaube, nicht mal so 50 Liter mit. Das geht dann auch kein Nachtanken, das heißt kein Boxenstopp. Das heißt, die Fahrer können sich dann wirklich komplett auf die 20 Minuten konzentrieren. Nur auf der Strecke zu sein. Schon richtig, da nur mal eine kurze Frage zwischendrin an dich, Jörg. Ich würde jetzt gerade meine Effekte noch vor uns einrichten. Dann hinten hinschreiben Bindestrich Fullbrock für die volle Prozessorenunterstützung. Nein, plus. Mach ein Plus davor, kein Minus, Plus. Plus, danke schön. Gerade noch ein Bild, der Christian Kenklis im 4T. Da wäre an sich mein Teamkollege gewesen. Vielleicht dabei, Teamnamen uns auszudenken. War ja am Ende der letzten Saison auch mein Teamkollege. Auch ein grundschneller Fahrer. Hast du eine Möglichkeit ab dem Ford GT? Bist du denn letztes Jahr mal gefahren, oder? Bin ich gefahren, ja. Also das war eigentlich, ich bin am Anfang ja noch BMW gefahren. Dann hat es sich aber so ergeben, dass ich ja eigentlich die Saison nicht starten wollte. Bin dann auch relativ spät eingestiegen. Deswegen hat sich dann damals die Konstellation Fuhrmann und Babitz ergeben. Und dann bin ich auf den Ford GT umgestiegen und ich muss sagen, das ist ein Auto, der lässt sich sehr gut fahren. Hat halt auch dementsprechend Radstand, das macht sich bemerkbar. Ob das hier ein Vorteil ist, möchte ich jetzt bezweifeln. Weil ein längerer Radstand halt dann auch eher dazu neigt, dass das Auto eher träger ist. Aber an sich gibt es ein Auto, ist, mit dem man eigentlich auf fast jeder Strecke zurechtkommt. Na, jetzt sind wir ein bisschen am Kämpfen. Ja, aber wird ja auch wieder über die Curbs. Wird jetzt hier im Warm-Curb die beste Zwischenzeit. Die letzte Kurve gucken. Gut durchgekommen. Ja, fährt ja auch gut durch den Curb. Und na, schafft nicht ganz. Ja, da musste ja an dem BMW vorbei. Das hat wohl etwas Zeit gekostet. Auch Platz 1 momentan der Carsten Hennig, würde ich sehe. Genau. Vor Christian Kinkies. Das ist auch schon wieder ordentlich knapp. Also
bei mir jetzt auch schon wieder drei Gruppen, die extrem nah beieinander liegen von den Zeiten her. Das heißt, hier können wir wirklich sehr gespannt sein auf den Rennstart. Die Leute werden sich da nichts schenken. Briefing war vorhin noch angemerkt, dass sie auf jeden Fall Platz zu machen. Also erste Kurve ist auf jeden Fall der Außenbereich freigegeben, um halt Kollisions zu vermeiden. Und werden da sehr gespannt sein, wie die Jungs da beim Start losgehen. Start erfolgt ja auch stehend. Das heißt, die Jungs müssen ihre Kupplung auch im Griff haben, dass sie möglichst gut loskommen, ohne jetzt zu viel Windspin zu haben. Es ist immer schwer, da die Kupplung auch optimal einzustellen, wann sie greift. Also wenn man die Kupplung halt zu viel schleifen lässt, hat man zwar an sich ja weniger Wheelspin, aber es geht halt dann danach auch Kosten der Beschleunigung. Also das immer stimmt hier gerade nicht. Das trifft dem Henny Moller, den wir hier im Bild haben. Ja, der war Peter Koski ist auch wieder dabei mit seinem bekannten Gulf Aston Martin. Sehr historischen Lackierung, weil jeder, der sich im Motorsport so ein bisschen auskennt oder auch... Ey, wir sind hier, bitte mal von der Altersrunde gehen. Danke. Ah, Dominik lässt auch gut krachen, gerade im Warm-up. Sehr schönes Auto, muss ich ehrlich sagen, also mir gefällt das Design. Betätige mal kurz die Tab-Taste, Jörg. Nee, nur die Taste. Dass die Namen wieder verschwinden. Ja, das Alt wird irgendwie mitgesendet. Ich kann es gerade nicht ändern, warte mal. Carsten Wilhelm kommt momentan auch langsam in Schwung. Dein Rhythmus. Die Frage, ob hier Leute pokern und sich die anderen ein bisschen der Nase herumführen, das gibt es immer mal. Carsten Wilhelm sehr hart am Limit, also. Es ist schon am Rand des Kappens, was ich hier da sehe. Also der fährt über die Curb sehr hart drüber. Das ist schon teilweise abkürzen. Wie ich gerade sehe, ist auch leider wieder Stefan Vukovac irgendwie vom Server geflogen. Ob das jetzt routinemäßig war oder... Ja, kann natürlich auch nochmal sein, dass vor dem, dem Rennen jetzt nochmal den Rechner neu starten. Müsst euch aufpassen, wie das dann mit den Positionen ist, die im Qualifying gerade erfahren ist. Aber sollte an sich kein Problem sein. Gerade wirklich mal interessant, wenn wir uns mal so eine Runde von dem Carsten Wilhelm anschauen. Der fährt doch sehr hart über die Curbs. Ich möchte auch mal euer Urteil. Da hat es jetzt mal kurz geknallt. Ja, da hat es gerade scheppert. Der JD-Kolbe gegen ein Audi. Ich weiß nicht gerade, wer es war. Ja, hier ist leider so, dass der Marian Christel mit seinem Auto bei mir Probleme verursacht. Den sehe ich leider nur als Pappfahrzeug. Da habe ich irgendwelche Fehlermeldungen gerade vorhin bekommen, wo ich im Spiel bin. Ich weiß nicht, an was es liegt. Sollen wir mal versuchen, auf den... auf den Marian zu schalten. Also bei Michael Welle habe ich auch ein Pappfahrzeug. Alle anderen Autos werden mir angezeigt. Also irgendwie habe ich da auch kein Riesenproblem. Ne, es ist in der Box. Marian Christel wird Lauf 1 gezeigt. Ja, bei mir wird er auf Sitzen geführt. Also ich bin jetzt direkt im Spiel. Ich weiß auch nicht, was los ist. Also auf der 17 ist momentan der Martin Fuhrmann. Also haben wir hier, der Fuhrmann, okay, prima. Jetzt haben wir ihn aber hier im Bild, den Christian. So, nee, halt. Das ist Marian. Marian. Ja, genau, Marian. Ja, Auto wird auf jeden Fall korrekt. Ja, Marian, das vielleicht solltest du einfach mal als Captain. Und eventuell sämtliche Fahrzeuge nachzuladen, falls du auf Rennen geklickt hast. Ich mach das jetzt einfach mal nochmal. Es ist bei mir leider so, dass ich das Spiel auch jetzt hier, ich sehe gerade, bei manchen Autos kommt bei mir Fehlermeldung und ich muss im Spiel dann wie verrückt auf den Return-Taste drücken. Versuch nochmal die Einstellung eventuell R-Faktor selbst, zum einen auf DirectX9 und dann Details alle auf hoch zu setzen. Dann sollte es funktionieren. Okay, das mache ich jetzt einfach mal. Ja, meine Kiste. Muss jetzt gefahren. Fährt er sicherlich. Ja. Ohne Sprit, würde ich mal sagen. Genau, ich würde sagen, 1,52,7. Das wäre auch eine ganz ordentliche Zeit gewesen, damit wäre jetzt, glaube ich, auf Platz 4. Ja, müsste knapp auf Platz 4 gewesen sein. Michael Welle war auch so irgendwas um die Dreh gefahren. Auf jeden Fall hätte er gut ausgehen schon gehabt.
ja, es kann natürlich ein bisschen taktisch fahren. Wie gesagt, das zweite Rennen wird in umgekehrter Reihenfolge gestartet. Aber ja, ist mal so eine Geschichte, was man jetzt am besten macht. Konzentriert man sich auf Seiterennen oder will man doch versuchen, im ersten Rennen so viel wie möglich gut zu machen? Ist ja auch wirklich das erste Aufeinandertreffen aller Piloten. Also bei den Tests haben wir natürlich auch schon immer mal gesehen. Aber so ein komplettes Fahrerfeld jetzt, heute hier beim ersten Rennen, gab es da glaube ich noch nie. Das heißt, müssen sich jetzt auch erstmal aneinander ein bisschen gewöhnen, was so das Miteinanderfahren angeht. Ja, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich bin letztes Jahr auch mitgefahren, 2 oder 3 Rennen. Und ich muss sagen, also es hat sich eher im ersten Rennen alles gegeben hat. Im zweiten Rennen hat man halt immer noch eine Stunde Zeit, um sich durch das Feld zu kämpfen. Und das sollte man im ersten dann auch voll angreifen. Und nicht irgendwie jetzt taktisch irgendwo hinten bleiben, damit man im zweiten Rennen irgendwo vorne steht. Das kostet dann meistens zu viel. Ja, ich glaube, es hat auch mal ein bisschen Sprit draufgepackt. Wo das dann immer noch sehr, sehr schnell ist. Dankeschön, Roland, es funktioniert. Das ist sehr gut. Da habe ich die komplette Ansicht. Ich bin jetzt gerade hier nochmal beim Carsten Wilhelm gerade selbst an Bord und schaue mir das mal an. Also der wirklich hart am Limit. Man merkt auch, wie die Autos richtig träge sind jetzt im Sprit an Bord. Man sieht eigentlich auch, dass der Marian wohl doch relativ mit wenig Sprit unterwegs ist oder gewesen ist bei seinem Besuch im Warm-up, weil wenn ich die Zeitabstände so anschaue von Dominik Faber jetzt auf dem Marian Christel, doch eklatant. Ja, das war auf jeden Fall eine Qualifying-Runde. Marian ist wieder rausgeflogen, lese ich gerade von seinem Teamkollegen. Nebendran habe ich gerade gesehen, dass ein Kai Knebel auch mal einen Startbesuch durchgeführt hat auf den langen Geraden. Bietet mich hier an. Ja, dann sehen wir hier auch gerade. Also wenn die Kupplung noch so wie letztes Jahr ist, dann empfiehlt sich hier auch wirklich mit Kupplung zu starten, nicht aus dem Leerlauf raus. Nein, auf alle Fälle. Ja. Es ist eine Gefühlssache. Also ich habe es auch erlebt, dass ich ab und zu mal kurz ausgucken musste. Ja, das war bis jetzt vorüber. Jetzt werden die letzten Runden noch zu Ende gefahren, dann geht's ins Rennen. Spannung steigt. Ja, 20 Minuten. Sicherlich werden alle mit weichen Reifen fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da mittlere aufgezogen werden. Es ist wirklich sehr interessant, also wie der Carsten Wilhelm fährt, der fährt eigentlich konstant neben der Strecke. Das ist gerade meine Feststellung. Also entweder bin ich da etwas hart in meiner Meinung, aber wenn ich sehe, dass sind eigentlich oft alle 4 Räder außerhalb der Strecke. Ja, Roma konnte gerade mal testen, was möglich ist, weil das mal okay. Einer der Z4 ist jetzt gerade nochmal in die Wand verabschiedet. Wie ich gerade gesehen habe, auch hat Carsten Wilhelm die Stelle passiert. Na, jetzt kommt nochmal ein Start. Ja, der Kai. Jetzt nochmal irgendwas in der Rastung reingeflogen, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat auch relativ viel Mitspiel. Ah, Carsten Wilhelm macht auch einen Startversuch. Ja, mit sehr viel Drehzahl, aber hat relativ wenig Spin gehabt, aber mal versucht's nochmal. Haben eigentlich ganz gut weg. So, jetzt bereiten sich alle auf den Start vor. Die letzten fahren gerade noch ein paar Meter. Ja, das ist echt der Peter hier abgelaufen. Ja, der Peter müsste auch. Oder er hat in der ersten Kurve gestanden. Ja, das ist der einzige, der gerade unterwegs ist, der Peter. Ja. Na, ist auch eine schnelle Runde sogar gekommen, also kann diese Runde noch fahren. Oh, jetzt was so, war das jetzt? Marian hat es noch geschafft ins Rennen, habe ich gerade gesehen. Gut, da jetzt das volle Starterfeld. Ja, wir sind jetzt 23 Fahrer plus CTV1. Ja, die Fahrer haben jetzt insgesamt 6 Minuten, um aus der Box rauszufahren und in die Startaufstellung. Die ist jetzt nicht da rauszufahren, wenn die Ampel auf Rot gestellt ist, das bringt dann... Ja, da hat man sofort das ist ein sofortiger DQ, wenn man da rausfährt. Ja.
Ja, die ersten begeben sich jetzt zum Boxenausgang. Dem ist noch einiges an Zeit, um in die Startaufstellung zu fahren. Ganz hinten wird starten Hasso Ostergang und ein Platz davor auf 22, beziehungsweise 21, unser Auto darf man nicht dazu rechnen, der Marian Christel. Das wird auch ein harter Fight, denke ich mal, werden. Also der Marian ist ja auch ein schneller Fahrer, ich denke mal, der wird da seine wahre Freude haben, das Feld von hinten aufzurollen. Ja, im Zug auf die erste Kurve wird er wahrscheinlich erstmal jetzt das Ganze ein bisschen vorsichtiger angehen und gucken. Also ich muss sagen, ich stelle gerade fest, der Ferrari ist auch ein sehr schönes Auto. So wie es aussieht, wenn ich das richtig sehe, hinten eine dreifache Auspuffanlage und was sehr Feines. Ja, dann nehmen wir Blaskowski. Ja. Von den Gasolinables. Auch eine sehr schöne Lackierung. Ja. Man sieht, dass da Ralf eine Einwirkung auf das Design hatte, weil Ralf ist ja sehr bekannt als guter Gitarrist. Ich weiß, er kann gut Gitarre spielen. Da haben wir nämlich den Gibson drauf. Genau, das haben wir gestern beim Rollout mal ein bisschen zur Sprache gebracht. Also an erster Stelle für den Ralf steht das Gitarre spielen und dann zweiter dann das Sim Racing. Genau. Also unser Rock'n'Roller eigentlich im Feld, ja. Genau, ja. Der rollende Stein. Ich muss ja allgemein sagen, also die Lackierungen sind in dieser Saison wirklich gelungen. Also es gab letzte Saison ein oder andere künstlerischen Fehlgriff, wenn ich das so ausdrücken darf. Aber diesmal wirklich tolle Autos, tolle Designs. Ja, muss man natürlich auch noch im letzten Jahr noch ein bisschen berücksichtigen, dass es dann noch der Beta-Status war. Das auf alle Fälle, ja. Und ja, da haben die Entwickler dann geguckt, dass wirklich die Physik in Ordnung kommt, die Modelle an sich. Und dieses Jahr haben sie dann halt nochmal richtig draufgelegt. Und gibt wirklich viele verschiedene Designs. Auch gerade wenn ich gerade selbst, wenn wir da drauf schalten könnten, Jörg, weiß ich, bist du am Drücker, mal auf den Henning Wollert, auf den Audi Zuschauern zu zeigen, dass auch wirklich sehr tolle Designs hier zu finden sind. Also mir gefällt der Audi sehr gut, auch mit dieser der Uhr auf der Seite. Ja, Marinos Endo, aber wir sagen uns, wir springen so am besten mit Position, weil sonst muss ich immer noch mal schon schalten. Auf Position 10? Ja, ich bin schon drauf. Ah, okay. Also wirklich ein sehr schönes Auto. Henning Wollert, wenn wir gerade auf ihn auch drauf sind, ist auch ein Fahrer, der auch sehr grundschnell ist, eigentlich auch ein Neueinsteiger. Er hat eigentlich auch relativ wenig Zeit in der letzten Saison gehabt. Er hat, glaube ich, meines Wissens seine Diplomarbeit geschrieben. Das Private geht halt doch mal vor. Aber er hat sich wirklich gut verkauft. Er hat sich auch in der Formel 1 Saison gut verkauft, in seiner ersten, damals in der GRL. Und mit dem ist auf alle Fälle auch zu rechnen in dieser Saison. Er zählt für mich zwar nicht zum absoluten Favoritenkreis, weil es ist immer hinten ein starkes Feld, aber er wird das ein oder andere Podium auf alle Fälle einfahren. Bin ich mir ganz sicher. Na, jetzt mal noch eine Frage, Roland. Weißt du, wie lange hier die Boxengasse geöffnet ist? Weil ich habe hier immer noch zwei Fahrer, die in der Boxengasse stehen und sind noch 2 Minuten bis zur Formationsrunde. Ja. Welche zwei stehen momentan noch? Das müsste der Dieter Himmel und der Marian Christel sein, zumindest mal laut Live-View. Okay, bei Marian kann ich verstehen, dass er auch das startet, aber bei Dieter, der müsste eigentlich auf seinen Platz fahren. Ja, wobei irgendwie das Live-View mir hier was Falsches anzeigt. Ich habe zweimal hier. Also es sind nur 22 Autos hier auf dem Server, inklusive unserem Auto. So wie es aussieht, sind schon wieder zwei Fahrzeuge weg. Ja, also das Christel fehlt, so wie es aussieht. Das ist meine Feststellung. Und nee, Marian ist auf Platz 22, wird zumindest hier geführt. Da ist auch Hasso Ostergang momentan. Also ich bin direkt auf. Scheinbar sind hier zwei runter, nämlich genau die zwei, die ich angesprochen habe, weil wir haben zweimal Position 11 und zweimal Position 22 belegt. Weil ich kann gerade hier durchgehen, Hasso Ostergang wird hier auf 22 geführt, dann kommt 21 unser Sendefahrzeug, auf 20 Stefan Vukovac, dann auf 19 Ralf Mahr, 18 Blaskowski, Emecek auf Platz 17, auf Platz 16 Meyer, Petrikowski auf Platz 15, auf Platz 14 finden wir dann Stefan Denecke, Kolsche auf Platz 13, auf Platz 12 findet sich gerade Frank Bauer auf seinem Startplatz ein,
Auf Platz 11 haben wir den Herrn Schneider. Henning Wollert auf Platz 10. Auf Platz 9 Peter Grau. 8 Carsten Wilhelm. 7 Jörg Degenkolbe.